Der Mai wird ja nicht umsonst Wonnemonat genannt, denn eben in diesem Monat öffnen sehr viele Pflanzen ihre Blüten. Ich stelle euch in diesem Film über 70 Pflanzenarten und Gattungen vor. Krautpflanzen, aber auch Bäume und Sträucher, häufige, nicht so häufige Arten und am Ende des Films 15 seltene heimische Orchideen. Diesen Strauch kennt ihr alle. Na klar, das ist der Flieder. Der stammt übrigens aus den Gebirgen des Balkans. Die Pfingstrose. Diese Pflanze ist giftig. Und besondere landschaftliche Farbtupfer sind die Rapsfelder. Ebenso gelb wie der Raps blüht der Wiesenlöwenzahn oder auch Kuhblume genannt. Mit den Blütenköpfchen färbte man früher übrigens die Butter gelb. Der Maikäfer darf natürlich im Mai nicht fehlen. Zwischen 1960 und 1980 war er fast ausgestorben. Der Grund? Chemische Schädlingsbekämpfung. Auch der Apfel öffnet jetzt seine Blüten. Man schätzt, dass es weltweit über 20.000 Kultursorten gibt. Die gewöhnliche Rosskastanie und die rotblühende Rosskastanie. Eine Kreuzung übrigens aus der gewöhnlichen und der nordamerikanischen roten Rosskastanie. Die gewöhnliche Traubenkirsche wächst als Baum bis zu 15 Metern hoch. Sie trägt kleine schwarze Früchte. Mit die typischste Maiblume ist das Maiglöckchen. Es enthält die gleichen Giftstoffe wie der rote Fingerhut, ist aber bei weitem nicht so giftig. Ebenfalls giftig ist der gefleckte Ahornstab. Man findet ihn in schattigen Laubwäldern, gerne wächst er auf Lehm und Kalk. Wenn es im Wald nach Knoblauch riecht, dann ist der Bärlauch nicht weit. Eine wertvolle Heilpflanze, die in feuchten Laubwäldern wächst. Aber Vorsicht beim Sammeln, Verwechslung ist mit dem Maiglöckchen möglich und mit den hochgiftigen herbstzeitlosen Blättern. Einen detaillierten Vergleich findet ihr auf botanicus.de. In Laub- und Nadelwäldern findet man das eher unscheinbare zweiblättrige Schattenblümchen. Grünblühend und noch unscheinbarer ist das Moschuskraut. Wenn es verwelkt, riecht es leicht nach Moschus, deshalb legte man früher das Pflänzchen in Kleiderschränke. Der Waldmeister bildet oft größere Bestände. Beim Trocknen entsteht das leicht giftige Kumarin. Das ist verantwortlich für das Aroma in der Maibowle. Ebenfalls in größeren Beständen tritt die große Sternmiere auf. Jetzt ist auch die Blütezeit der Walderdbeere. Und der Gartenerdbeere. Dieser Doldenblütler ist der Kümmel. Doldenblütler sind gewöhnlich schwierig zu bestimmen, von daher lieber die Finger davon lassen und nicht sammeln.
Der gelbe Lerchensporn. Er ist nur noch über die Familie mit dem hohlen Lerchensporn verwandt. Er gehört nicht mehr zur gleichen Gattung. Das große Immergrün findet man meistens nur in Gärten. Selten ist es mal verwildert. Diesen Strauch findet man sehr häufig. Es ist der Kirschlorbeer. Er enthält Blausäureglykoside und ist daher ziemlich giftig. Ebenfalls giftig, wenn auch nicht so stark, ist die gewöhnliche Berberitze oder auch Sauerdorn. Verwandt mit dem Sauerdorn ist Thunbergs Berberitze, ein ziemlich häufig anzutreffender Strauch, der ebenfalls giftig ist. Der kriechende Günsel. Recht häufig findet man diese Waldpflanze. Es ist die vielblütige Weißwurz. Sie ist giftig. Entwickelt im Spätsommer-Herbst blauschwarze Beeren, die Kinder durchaus mit Heidelbeeren verwechseln können. Im Wald, aber auch in Gärten findet man die rote Heckenkirsche. Auch sie ist giftig und trägt, wie der Name schon sagt, rote Beeren. Die Gartenakelei kommt in verschiedensten Farben vor. Fast immer blau blüht die wildwachsende gewöhnliche Akelei. Manchmal kommen allerdings auch weiße oder rosa Formen vor. Man findet sie zerstreut vorwiegend in Kalkgebieten und als Hahnfußgewächs ist sie giftig. Die Mondviole oder ausdauerndes Silberblatt wächst in Bergwäldern. Manchmal findet man sie aber auch in Gärten. Sie blüht rötlich-lila und in seltenen Fällen auch mal in Weiß. Recht ähnlich ist die Nachtviole. Sie hat allerdings schmalere Blätter als das Silberblatt. Die Wiesenschlüsselblume. Recht ähnlich ist ihre Verwandte die Waldschlüsselblume, die allerdings früher blüht. Circa 40 Arten der Gattung Primula zählen wir in Mitteleuropa. Der Blauregen oder die Glycinie stammt ursprünglich aus China und wächst bei uns als Kletterstrauch in Gärten. Die Pflanze ist giftig. Ebenfalls ein Kletterstrauch und auch giftig ist die Clematis. Es gibt sie in verschiedenen Zuchtformen und Blütenfarben. Wild blüht der Besenginster gelb. Es gibt aber auch rotblühende Züchtungen. Im Falle einer Vergiftung kann es zum Herzstillstand kommen.
Auf Kinderspielplätzen hat dieser gelbe Strauch nichts zu suchen. Es ist der hochgiftige Goldregen. Und noch mehr giftige Maiblüten, die Robinie. Sie wächst als Baum. Vor allem die Samen, aber insbesondere die süß schmeckende Rinde, sind giftig für Menschen und für Tiere. Hunde sollte man auf gar keinen Fall an den Ästen nagen lassen. Das könnte böse Folgen haben. Der schwarze Holunder. Die Blüten sind ein guter Erkältungstee. Sie wirken schweißtreibend und lindern Reizhusten. So wie auch der Holunder ist der wollige Schneeball häufig zu finden. Eine weitere Schneeballart ist der gewöhnliche Schneeball. Beide Arten sind giftig. Im Jahre 1623 kam die späte Traubenkirsche als einer der ersten Ziergehölze aus Nordamerika nach Europa. Gute blutdruckregulierende Eigenschaften hat der Weißdorn. Am verbreitetsten bei uns ist der eingrifflige und der zweigrifflige Weißdorn. Gemeint ist hier übrigens die Anzahl der Blütengriffe. Der Fieberklee ist eine Wasser- und Sumpfpflanze. Seine Blätter verwendete man früher zum Senken von Fieber. Das Wiesenschaumkraut wächst recht verbreitet auf feuchten Wiesen, auf Moor- und Nasswiesen sowie in Auwäldern. Auch der Hahnenfuß blüht jetzt auf. Am verbreitetsten auf Wiesen ist der scharfe Hahnenfuß. Über 160 Pflanzenarten gehören zur Familie der Hahnenfußgewächse. So auch die europäische Trollblume. Diese Pflanze ist geschützt. In Wäldern blüht jetzt die Goldnessel auf. Und an Waldrändern, an Wegen, zwischen Hecken und auf Wiesen, da blüht jetzt die weiße Taubnessel. Aber es gibt noch mehr Taubnesselarten, zum Beispiel die purpurrote Taubnessel. Hier das Wald-Vergissmeinnicht und ziemlich ähnlich das Sumpf-Vergissmeinnicht. Nicht nur das Jakobskreuzkraut ist bekanntermaßen gefährlich für Pferde und andere Weidetiere, sondern auch diese Pflanze, das Frühlingskreuzkraut. Das Jakobskreuzkraut zeigt jetzt im Mai seine Rosetten und man sollte es auch jetzt bekämpfen, indem man diese Rosetten ausgräbt. Dieser Lippenblütler ist die Gundelrebe. Man sagt aber auch gewöhnlicher Gundermann zu dieser Pflanze. Und hier die echte Kamille. Wollt ihr wissen, ob es wirklich die echte Kamille ist? Schneidet das Blütenkörbchen durch. Ist es hohl, ist sie echt. Eine recht bekannte Pflanze ist die gemeine Wucherblume oder Wiesenmargerite. Über 40 Wolfsmilcharten zählen wir in Mitteleuropa, typisch ihre grünlich-gelben Blüten und der weiße Milchsaft. Sehr verbreitet die Knoblauchsrauke oder Knoblauch-Hederich. Die Pflanze enthält Senfglykoside und kein Allein, so wie der Knoblauch. Die jungen Blätter sind ein gutes Würzmittel. Auch ein gutes Würzmittel ist der Meerrettich. Verwendet werden die zerriebenen Wurzeln.
Das Schöllkraut führt einen gelben Milchsaft. Dieser kann bei Leber- und Gallebeschwerden helfen. Den Klatschmohn kennt wohl jeder. Er heißt übrigens deshalb so, weil im Wind die Blütenblätter aneinander klatschen. Aber dieser Mohn ist wohl nicht so bekannt. Es ist der Saatmohn. Ähnlich übrigens der Sandmohn. Und zum Schluss stelle ich euch noch 15 heimische Orchideen vor, die alle im Mai aufblühen. Orchideen sind hochspezialisierte Pflanzen. Und für viele ist die Orchidee die Königin der Blumen. Nur wie eine Königin haben wir unsere heimischen Orchideen die letzten Jahrzehnte nicht behandelt. Intensive Landwirtschaft, Trockenlegung, aber auch das Fehlen von Beweidung auf Trockenrasen haben zu einem starken Rückgang geführt. Daher sind die Gebiete, in denen wir heute heimische Orchideen finden, besonders schützenswert und deshalb besonders zu achten. Das gefleckte Knabenkraut findet man auf feuchten, mageren Wiesen, aber auch in Mooren und auf humusreichen, nassen Böden. Dieses Knabenkraut kommt am häufigsten vor. Es ist das Helm-Knabenkraut. Man findet es auf moorigen Wiesen, aber auch auf Kalkmagerrasen. Das Purpurknabenkraut ist ziemlich selten. Sehr selten das dreizähnige Knabenkraut. Wenn, dann findet man es auf warmen, kalkreichen Magerrasen. Aufgrund seines stattlichen Wuchses heißt diese Orchidee stattliches Knabenkraut oder auch Mannsknabenkraut. Hier seht ihr das breitblättrige Knabenkraut. Die Vogelnestwurz. Ein Samenkorn wiegt nur ein 8-Millionstel Gramm. Und 9 Jahre liegen zwischen dem gekeimten Samen und der ersten Blüte. Recht unscheinbar und daher oft schwer zu entdecken das große Zweiblatt. Auch das weiße Waldvögelein lässt sich Zeit mit dem Blühen. Vom Keim bis zur Blüte vergehen etwa 10 Jahre. Ziemlich selten die grünliche Waldhyazinthe, auch grünliche Kuckucksblume genannt. Ragwurzarten imitieren weibliche Insekten und lassen sich dann vermeintlich von den Männchen paaren. Dadurch wird die Blüte bestäubt. Hier die Fliegenragwurz. Die Spinnenragwurz. Die Hummelragwurz. Und die Bienenragwurz. Die Box-Riemenzunge. Diese Orchidee kommt nördlich des Mains fast nicht mehr vor. Wie gesagt, fast. Ich hatte das Glück, sie in Norddeutschland zu finden. Die Box-Riemenzunge erreicht die stattliche Höhe von 80 cm. In Waldlichtungen mit Kraut- und Grasbewuchs fühlt der Frauenschuh sich am wohlsten. Nur durch jahrzehntelange Beweidung konnte diese Fläche am Burgberg im Weserbergland entstehen
und somit die Grundlage für den Frauenschuh und andere Orchideen schaffen. Denn ohne die Beweidung hätte der Wald sich diese Lichtung längst zurückgeholt.